Ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand. Und ich möchte mit dir heute mal über das wichtige Thema Maskierung bei hochsensiblen Kindern sprechen und aber auch bei hochsensiblen Erwachsenen. Wie sich das zeigen kann, was das überhaupt bedeutet und was wir tun können, um das zu verhindern. Ja? Also, wir Hochsensiblen sind ja einfach von der Verarbeitungstiefe her und von der Reizoffenheit her einfach jeden Tag mit mehr Reizen belastet. Das heißt, wir müssen auch mehr Reize verarbeiten. Das heißt, wir müssen vom Energieaufwand einfach nur um zu sein, ja, oder auch um zu funktionieren, mehr Energie verbrauchen als normalsensible Menschen. Ja, das muss man immer wieder sagen. Wir können, wenn wir jetzt nicht nur funktionieren müssen und wenn wir in einem Lebensflow sind, der günstig für uns ist, dann können wir auch mehr Energie generieren auf der anderen Seite, ja. Aber da heutzutage die meisten noch nicht wirklich so drin sind und morgens aus dem Bett springen und sagen, hey, ich bin total dabei und ich liebe, was ich tue, jeden Tag und es gibt keine Leute in meinem Feld, die mich triggern und so weiter, ja. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, da brauchen wir Unterstützung, weil nämlich, wenn wir uns eben in diese Schablonen noch reinpressen, wie wir das eben alle zu einem mehr oder weniger großen Teil noch tun, wenn wir das machen müssen, dann kann es passieren, dass wir unsere Hochsensibilität maskieren, weil wir sonst einfach nicht klarkommen. Ja, was heißt maskieren? Maskieren heißt ganz einfach, dass wir irgendwelche Coping-Strategien entwickeln, die uns helfen, mit unserer Hochsensibilität in diesem Hamsterrad klarzukommen, in dieser Überholspurgesellschaft, in dieser Druck-Zwang-Gesellschaft, ja. Und das kann bei jedem natürlich ganz, ganz, ganz anders aussehen, ja. Also es gibt Leute, die bleiben bei ihrer Hochsensibilität und die verlieren dann natürlich häufig recht viel Energie, weil sie eben immer wieder überlegen, was ist falsch mit mir, warum bin ich nicht so wie die anderen. Und das ist sozusagen so die leidende Wahl. Und dann gibt's, also im Groben, dann gibt's die andere Wahl, also jetzt erst recht, jetzt zeige ich es denen und ich kann das genauso. Und das ist die andere Wahl, ja. Und dieses sich maskieren hat Vorteile, klar, ja, weil ich dann mich nicht jeden Tag immer wieder mit meiner Hochsensibilität auseinandersetzen muss, weil ich nicht jeden Tag mich anzweifeln muss, weil ich nicht jeden Tag diese Gesellschaft anzweifeln muss, ja, weil ich einfach an einem gewissen Punkt gesagt habe, okay, mein Körper, mein Geist, mein Verstand, wir haben so viele Signale bekommen, dass ich hier nicht gut bin, deswegen setze ich jetzt meine Maske auf, ja, und das ist auch der Teil, der eben mit der Maskierung viel, viel mehr zu tun hat. Natürlich sagt der andere Teil, also der macht auch ein bisschen Maskierung. Also wenn ich jetzt sage, ach, ich bin so hochsensibel, dann kann man auch mal so tun, als ob es einem nichts ausmacht. Ja, und ich sage euch, die Hochsensiblen sind die Besten im Maskieren. Ja, das sind die Besten. Ich habe so oft innerlich geweint und habe es einfach nicht rausgelassen. Ja, und habe es dazu gewartet, bis ich zu Hause war und habe es dann rausgelassen, ja. Und die können das richtig gut, auch schon kleine Kinder, ja, können das richtig gut verstecken, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Sein an der Stelle nicht gewollt ist, ja. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und die Hochsensiblen, die maskieren, die so extrem maskieren und die wirklich sagen, so, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand, so ungefähr, ich zwinge jetzt mich anders zu sein. Ja, und das ist, wie ich schon mal in einem anderen Video gesagt habe, Widerstand gegen den Widerstand. Das heißt, wir wissen eigentlich ganz tief drin, dass wir anders sind. Und wir unterdrücken diesen Teil in uns komplett. Das kann dazu führen, im spirituellen Bereich würde man vielleicht von Seelenanteilen sprechen, dass die abgespalten werden. In der Psychologie vielleicht von Persönlichkeitsanteilen. Rüdiger Dahlke, da verlinke ich euch mal sein Buch zur Schattenarbeit, was ich spitze finde für den Einstieg. In der Videobeschreibung, der hat das eben mit Schatten beschrieben. Ja, das wird dann unter die Ladentheke gelegt, was dieser Teil an uns ist, den wir nicht wollen.
Und ihr wisst das, wie das ist. Ich bin ja, also ich habe ja auch mal eine Weile lang geraucht und bin dann zur militanten Nichtraucherin geworden. Und genauso ist es auch mit der Hochsensibilität. Wenn wir das vergessen wollen, vergessen erzeugt immer den meisten Schmerz in unserem System, wenn wir uns zwingen wollen, etwas zu vergessen. Und um diesen Schmerz nicht immer fühlen zu müssen, müssen wir sozusagen eine härtere Schale dann auflegen. Und wir müssen einfach, wir müssen das vergessen. Ja, und das Vergessen erzeugt Schmerz. Später wieder das Erinnern, wenn wir das auflösen mit Therapie oder wenn wir uns selber auf unsere eigene Suche machen, auf unsere eigene Heilung, dann ist es wirklich so, dass auch das Erinnern wieder Schmerz macht, weil ja das Vergessen auch schmerzhaft war. Ja? Und dann gibt es Menschen, die tatsächlich überschießen in ihrer Reaktion, die in sich das Hochsensible ablehnen mussten und dementsprechend auch in anderen Menschen das Hochsensible ablehnen, weil das erinnert sie ja an das, was sie sich gezwungen haben zu vergessen. Und das ist für mich so dieser Punkt, wo ich sage, da dürfen wir Mitgefühl haben, ja. Und ich meine, zu einem größeren oder kleineren Ausmaß oder Grad haben wir das ja alle selber gemacht, ja. Wir haben ja alle versucht reinzupassen. Und wie gesagt, es gibt halt die Hardcore-Leute, die dann so eine richtige Mauer ziehen, die richtig mauern. Und dann gibt es die Leute, die es draußen machen, die Maske aufsetzen und zu Hause aber zumindest mal weinen und zumindest mal loslassen können und zumindest irgendwie sich trotzdem noch lieb haben, so wie sie sind. Ja, und die anderen, die müssen sich erst spalten, bevor sie den einen Teil, nämlich der, der funktionieren kann, wieder lieb haben können, wenn sie leisten können, wenn sie funktionieren, ne? Und das sind so diese zwei Arten und die gibt es halt auch schon bei Kindern, ne? Und bei Kindern ist es aber so, dass diese zweite Art seltener ist, weil die das noch nicht so bewusst steuern können, ja? Und die haben ja auch noch, also die erleben alles, die erleben auch alles und die nehmen auch alles wahr und die nehmen sogar viel mehr wahr als wir, aber eben nicht so bewusst. Nicht in jedem Fall, ja, es gibt auch schon sehr, sehr bewusste Kinder der neuen Zeit, könnte man sagen, was für mich eigentlich fast alle Kinder sind, also eigentlich alle Kinder. Und es ist eigentlich so, dass der Teil, der, also wo es sich wirklich verhärtet, das kommt dann meistens in der Pubertät, wenn man dann wirklich mithalten will, wo man sich dann eben auch gegen die Eltern hart macht und wo man keine Gefühle mehr zeigen will, weil man halt immer die Erfahrung gemacht hat, wenn man Gefühle gezeigt hat, ist man so richtig dafür in den Hintern getreten worden, ja? Und das will man natürlich nicht dauernd wieder haben. Und Weg, ich nenne den jetzt mal A hier in dieser Ecke, Weg A, dieser Weg, der im Prinzip trotzdem die Hochsensibilität anerkennt auf einer gewissen Ebene und die auch noch rauslässt und die auch noch ein bisschen lebt, der Typ hat es natürlich in dem Moment schwerer. Aber der Typ, der andere Typ, der das dann irgendwann abschneidet, der für sich die Entscheidung trifft, ich bin nicht hochsensibel, das sind alles Weicheier und über die mache ich mich dann später selber mal lustig, der das abtrennt, der hat es natürlich, der hat einen langen Weg wieder zu sich selbst zu finden und der ist manchmal für manche scheinbar zu lang und dann sind sie halt so in ihrem Muster gefangen, was sie sich aufgezwungen haben, wie sie sind, dass es manchmal wirklich da unheimlich schwer scheint, da wieder rauszukommen und da wieder den Anknüpfungspunkt zu finden. Ja, manche schaffen das, aber manche werden dann auch eben noch härter als die Normalsensiblen. Und die Normalsensiblen sind ja nicht immer hart, weil das, ich sag mal, die sind neutraler im Verhältnis zu den anderen beiden Gruppen, weil die halt einfach, die sind ja nicht so reizoffen und die denken nicht alles so zu Tode wie wir, ja, und können deswegen entspannter sein mit sich. Und man hat es halt auch oft, weil man hört und liest ja unheimlich viel über Narzissmus. Und für mich ist das eben so, dass dieses sich abkapseln auch oft die besten Narzissten hervorbringen kann,
Ja, zumindest in Teilbereichen. Für mich ist das ja auch nie so. Also das ist jetzt ein totaler Narzisst. Klar, also es gibt sicherlich auf unserem menschlichen Seinsspektrum Leute, die schon ziemlich nah an der Idealform, die auch immer in Videos oft dargestellt wird, drankommen. Ja, da will ich überhaupt nichts sagen. Ja, es gibt alles. Aber wir sind ja alle auf einem Spektrum. Und wir haben alle narzisstische Züge an euch. Sorry to break it to you. Ja, wir haben alle narzisstische Züge und vor allem dann, wenn wir nicht an unsere Verletzungen ran wollen. Oder wenn wir noch nicht an unsere Verletzungen ran wollen, dann machen wir uns oft hart und dann knallt es oft auch zwischen Partnern und zwischen Kindern und Eltern und so weiter. Ja, alles, was wir für uns noch nicht aufgeräumt haben, kann uns potenziell zum Narzissten machen, ja, in unseren Reaktionen, weil andere dann vielleicht nicht wissen, warum macht sie denn jetzt das? Warum macht sie mir denn immer ein Schuldgefühl? Weil derjenige, der jetzt der Narzisst ist, der will sich schützen. Und manche haben eben diese Strategie entwickelt, um sich zu schützen, anderen Schuldgefühle einzureden, manipulativerweise, ja, damit die dann tun, was die gerne haben, damit sie vielleicht was anderes nicht erleben müssen, ja. Und das ist halt so, was ich euch jetzt mitgeben wollte. Schaut mal drauf und versucht, dass ihr euer Kind so begleitet, dass es nicht anfängt, irgendwann diese Mauern aufzubauen. Und dass es immer gewillt ist, in seinem Rahmen, ja, je nachdem wie alt das Kind ist, immer gewillt ist, auch zu den Gefühlen, die es hat, zu stehen. Und es reicht schon, wenn es vor euch zu den Gefühlen steht. Es muss jetzt nicht immer gleich vor Freunden sein oder vor Fremden. Das ist eine Entwicklung und es ist schon super, wenn das Kind sich überhaupt spürt. Und wenn man erhalten kann, dass das Kind sich immer spüren kann. Wie geht's mir? Was macht das mit mir? Ja? Wer hat meine Kerze ausgepustet? Ja? Wer bringt mein inneres Feuer zum Strahlen? Wer bringt meinen Seelenfunken zum Leuchten, wenn man möchte? Ja? Und das ist für mich so das, was wir als Eltern für einen Auftrag haben. Dass wir, Alanis Morissette hat es ja in ihrem Lied so schön gesagt, Keep the light in your eyes ablaze. Kann ich euch ja mal hier verlinken. Schönes Lied. Und das ist für mich auch so das, was mich eigentlich trägt. Das muss nicht immer perfekt sein, ja? Gerade wir Hochsensiblen neigen ja auch wieder zum Perfektionismus. Und jetzt muss uns jeder verstehen und so weiter. Und alle müssen jetzt darauf Rücksicht nehmen. Das wird sowieso nicht passieren. Das brauchen wir uns gar nicht einzureden. Auch wenn es jetzt auch in anderen Bereichen Bestrebungen gibt, dass man sozusagen überall einen Safe Space hat oder Place. Und das ist nicht unbedingt die Aufgabe. Es ist nicht unbedingt die Aufgabe, dass wir alle Unwägbarkeiten für unsere Kinder aus dem Weg räumen. Soweit wir das können, wenn wir was sehen. Warum nicht? Ne? Man muss es ja sich nicht schwerer machen im Leben, als es ist. Aber das ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist, das Kind so zu begleiten, dass es seinen inneren Kern immer noch spüren kann. Und dass es sich nicht so weit verliert mit seiner Maske, die es aufsetzt. Dass es einfach wie so ein Doppelleben führt, ja. Und das ist auf jeden Fall, ja, was ich mit diesem Video euch, ja, versuchen wollte zu vermitteln. Es ist nicht immer ganz leicht, das sind ja auch unheimlich komplexe Themen. Und ich lasse es immer fließen. Ich mache mir selten mal Stichpunkte und wenn ich mir welche mache, seht ihr das immer, weil ich dann immer drauf gucke. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Impuls geben, einfach auch nochmal hinzuschauen, wo bin ich noch maskiert? Wo bin ich noch manipulativ? Wo habe ich vielleicht narzisstische Züge und so weiter? Also, dass man da einfach nochmal genau bei sich schaut, weil sich das halt oft einfach mal eins zu eins auf die Kinder überträgt, was man selber so für Probleme hat, für Ängste, für Komplexe, was auch immer. Und jetzt ist halt die Zeit der Heilung, wenn wir das möchten. Manche möchten das noch nicht, manche sind vielleicht nicht so weit, manche werden vielleicht nie so weit sein. Aber das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir müssen nur dafür sorgen, dass es uns in allererster Linie erstmal gut geht. Und dann können wir gucken, okay, wem kann ich denn mal ein bisschen weiterhelfen? Wen kann ich ein bisschen unterstützen? Wem kann ich
Also wer ist bereit? Wer ist bereit? Wer möchte denn gerne sich entwickeln? Wer möchte gerne weitergehen? Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video geholfen hat. Schaut doch gerne auch bei Instagram vorbei. Da gibt es immer aktuelle Informationen, was wir so gerade machen, wo wir gerade so sind. Und also weil wir Reisefamilie sind, falls du jetzt gerade zum ersten Mal hier einschaltest und das noch nicht weißt. Und auch natürlich immer wieder neue Impulse zum Freilernen und zur bindungsorientierten Kinderbegleitung. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, wenn ihr möchtet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.